Ich grüße dich. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben eine PlayStation 5 hier auf dem Tisch und diese macht nichts mehr. Ich habe nicht mehr Infos bekommen, außer eben, dass sie keinen Mucks mehr von sich gibt. Das tut sie auch nicht. Nichts mehr. Und es befindet sich eben noch ein Spiel im Laufwerk. Das Schöne an dem Gerät ist, das Siegel ist absolut unbeschädigt. Das heißt, ich bin der Allererste, der jetzt an dieses Gerät rangeht. Und ich würde sagen, wir machen sie auf und schauen nach. Wir schauen dann jetzt mal, ob noch 12 Volt vorhanden sind. Okay. Wonderful. Wir haben 12 Volt anliegen, das heißt, das Netzteil sollte eigentlich vollkommen intakt sein. Dann mache ich jetzt als allererstes ein paar Durchgangsmessungen. Eben wie gesagt, 12 Volt sind fein. Da ist alles fein. Der Transmitter ist fein, ist eben für den Kurzschluss, wenn das Gerät wirklich keinen Mucks mehr von sich gibt, hier so die erste Anlaufstelle, HDMI-Transmitter, 3 Volt, 5 Volt, 5 Volt fein, hier eigentlich nicht, wunderbar. Southbridge-Bereich. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Also das wäre jetzt so die erste Fehlerquelle gewesen. Eben, das Netzteil ist fein, hat 12 Volt. Der Transmitter durch eine Spannungsschwankung oder eben eine Spannungsspitze abgeschossen. Transmitter, Southbridge. Wifi auf den ersten Blick. Vollkommen so, wie es sein sollte. Okay. Interessant, interessant, interessant. Das ist fein. Das ist fein. Nein. Nein, 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 nein. Könnt ihr sehen, wie dieses Kabel hier liegt? Und könnt ihr diese Druckstellen dort sehen? Könnt ihr hier diese Druckstellen erkennen? Es lag genau so drauf. Es lag so drauf. Hier kommt die Oberschale rauf und hier kommt eine Verschraubung rein. Genau dort kommt die Verschraubung rein, wo jetzt der Messstab drin ist. Und dieses Flachbandkabel, das ist für die LED-Leiste hier zuständig, hat extrem starke Druckstellen. Könnt ihr das sehen? Und es wurde abgeklemmt. Das ist ja ein Ding. So, jetzt testen wir mal kurz was. Strom ran. Kein Mucks. Das wäre echt der absolute Oberknaller, wenn das jetzt funktioniert. Verdammt. Keine Schimpfwörter. Es war vorher noch keiner an diesem Gerät dran. Keiner. Ich bin der Allererste. Und es hat... Es ist ein Fehler vom LED-Kabel. Es lag nicht richtig. Es wurde abgedrückt und mit der Zeit hat es einen Kurzschluss verursacht. Krass.
Habe ich bisher bei der PS5 so noch nie gehabt. Noch nie. Das ist jetzt eine absolute Weltpremiere hier bei mir. Krass, das ist ein Produktionsfehler. Es ist ein Produktionsfehler, der... Ich weiß nicht, wie lange er das Gerät jetzt hat. Keine Ahnung. Mit den Monaten, mit den Jahren hat es immer weiter abgedrückt. Ist im Kurzschluss geendet. Und hat das ganze Gerät lahmgelegt. Er konnte dafür noch nicht mal was. Das ist ein verdammter Produktionsfehler gewesen. Krass. Krass. Wir haben eine Bildausgabe. Es ist krass. Okay. Das ist ja der Hammer. Wir tauschen mal das LED-Band, das Flexkabel und dann schauen wir mal, ob wir auch wieder eine LED-Anzeige haben. Wir haben die ganz normale LED-Anzeige, Lüfter dreht, Gerät startet. Verrückt. Es ist wirklich, wirklich super verrückt. Das ist vom Werk aus ein Produktionsfehler gewesen. Und Schuld ist dieses, weiß ich nicht, 15 oder 20 oder 25 cm Flexkabel. Das ist Hammer. Krass. Okay, ich bin ein bisschen sprachlos. Habe ich bisher... noch nie gehabt. Bei Leuten, die das Gerät selber aufmachen und dort rumwerkeln, die durchlöchern sich dieses Flexkabel standard regelmäßig. Das kommt so oft vor durch Unachtsamkeit. Ja, aber es war hier noch keiner dran. Ich konnte nicht, das Siegel ist original gewesen. Da war noch keiner dran. Ich bin mir zu 100% sicher. Okay, gut. Ich baue sie jetzt nochmal ganz kurz zusammen, teste sie dann richtig durch. Aber ich denke, es wird keine Probleme weitermachen. Wow, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Okay, so einfach kann es manchmal sein. So dumme Fehler, sage ich jetzt einfach mal. Es war ein Kurzschluss in dem Gerät. Ja, auf jeden Fall zu 100% durch dieses Kabel hier, was vom Werk einfach schlecht reingebaut worden ist. Aber es war kein wirklicher Hardwarefehler durch einen Cup oder sonstigen Bauteil. Gut, ich teste es weiter. Gebe noch ein Update, falls jetzt irgendwas Besonderes sein sollte. Aber ich denke nein. Ich denke, ich bin fertig. Es tut mir leid. Es ist schon eine geile Info eigentlich, oder? Mit dem Kabel. Aber es war eben keine richtige... Doch, es war eine Reparatur. Ich bin einfach nur verwirrt. Es tut mir leid. Okay, ich muss Schluss machen. Lasst mir einen Daumen da, falls euch das Video gefallen hat. Dann danke dafür und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Also, wir sehen uns. Bye. Krass.